Guten Morgen alle zusammen am heutigen Dienstag, dem Tag, an dem wir mal wieder eine sehr, sehr wichtige Entscheidung im britischen Unterhaus haben. Diesmal Thema Brexit. Wen wundert's? Es ist mal wieder soweit. Es kommt zur Abstimmung. Die Märkte sind gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ergebnis hier von den Märkten angenommen wird, was der Markt schon eingepreist hat. Wir haben ja im letzten Jahr in Bezug auf den Brexit gerade im Herbst doch deutliche Abbewegungen an den Märkten nach unten gesehen. Das ist die Frage, die sich hier heute auch stellen wird. Was hat der Markt denn alles schon eingepreist und wie wird sich Großbritannien denn entscheiden? Aber zuerst einmal allen, die hier live zuschauen, sind wieder einige doch dabei. Das können wir hier sehen. Ludger, Olaf, Elena, ich freue mich allen zusammen. Einen super Start in den Dienstag und wir gucken dann auch gleich einmal hinein in die heutigen Handelsideen. Vorbereitet habe ich Australdollar, Schweizer Franken, Euro, türkische Lira. Da gibt es auch mal wieder eine interessante Chartsituation und danach noch den US-Dollar. Chinesischer Yuan. Das sind die drei Währungspaare für heute in Vorbereitung. Bevor wir hier hineinschauen, natürlich der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte das, was wir hier gesehen haben, auch für alle mit zur Kenntnis zu nehmen, auch einmal drüber zu schauen, was wir hier so drinnen haben. Übrigens heute um 9 Uhr der nächste Teil unseres Bootcamps hier bei Tickmill. Das ist ja eine feine Geschichte für unsere Kunden, die direkt ein Live-Konto hier bei Tickmill haben, gibt es aktuell eine sehr, sehr exklusive Ausbildung mit dem Jens Klatt. Da freue ich mich auch schon drauf, weil wir wissen, dass Kunden, Trader, die gut ausgebildet sind, die traden erfolgreich und das ist schön fürs eigene Portfolio. So muss das sein, dass wir hier im Nachhinein auch gutes Geld verdienen können. Und da ist natürlich eine grundlegend gute Ausbildung wichtig, um ein Verständnis für die Märkte auch zu haben und dann entsprechend die eigenen Handelsideen in den Charts herauszufiltern. Und das Ganze hier zu platzieren. Schauen wir nun gleich einmal auf die Tagesnachrichten. Und zwar haben wir heute, ich sehe gerade, die Elena hier hat auf Facebook im Live-Chat gleich auch mal den Link zum Bootcamp gesendet. Wer das Ganze hier sich auch anschauen möchte, das ist relativ schnell gemacht. Wichtig ist halt, dass wir hier ein Fenster haben. Bevor ich auf die Tagesnachrichten eingehe, ich weiß, hier schauen auch viele zu im GoTo-Webinar. Ich zeige mal ganz kurz den Link hier mit dem Register, wo man sich registrieren kann. Dann kann der ein oder andere sich das Ganze vielleicht auch mal anschauen, wenn das hier gewünscht ist. Jetzt ziehe ich es mal rüber. Ich versuche mal kurz, diesen Link auch auszuschneiden und in GoToWebinar reinzubringen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. So, rein in den Chat. Ich schaue mal, ob es geht. Hier der Link. Zack, da haben wir ihn. Das ist er, senden. Also diejenigen, die hier auch im GoToWebinar zuschauen, das ist der Link zur Registrierung für die aktuelle Ausbildungsreihe. Ich lade hier alle ein, die ein Konto haben oder machen Sie einfach ein Konto auf. Tickmill ist ein schöner Broker, sehr, sehr gute Konditionen, vernünftige Ausführung, alles, was ein Trader im professionellen Bereich auch zum Handeln braucht, wird hier entsprechend geboten. Und damit wieder zurück zu den Tagesnachrichten und zwar hier heute im Laufe des Tages. Die, glaube ich, größte, wichtigste ist hier um 19 Uhr, ob es 19 Uhr wird, ein bisschen früher oder später, das ist nicht so genau, zumindest das, was ich in den Nachrichten gehört habe, festgelegt. Wir haben jetzt mal eine grobe Richtzeit von 19 Uhr hier. Da kriegen wir die Parlamentsabstimmung über den Brexit-Deal aus den USA. Ansonsten heute im Laufe des Tages begonnen mit den höchsten Relevanzen aus den USA hier. Die Erzeugerpreise für den Monat Dezember. Um 16 Uhr spricht EZB-Präsident Draghi. Das sind wichtige Dinge, die wir hier seitens der Zentralbank auch erfahren können. Was haben wir dann noch? Wir bekommen um 11 Uhr die Handelsbilanz der Eurozone. Um 13 Uhr den ganzen Spaß auch aus den USA. Um 14.30 Uhr haben wir hier nochmal im Zusammenhang mit dem Erzeugerpreis oben noch ein paar weitere Nachrichten um das Thema der Erzeugerpreise, die wir hier haben. Es gibt die Importe und Exporte aus den USA auch hier um 13.30 Uhr. Um 14.30 Uhr gibt es den New York Empire State Herstellungsindex. Auch das immer gut und gerne genutzt, um auch das Thema Inflation mit abzugreifen. Und wir sehen dann am Abend noch ein paar FOMC-Mitglieder, die wir hier 17.30 Uhr, 19 Uhr in dem Dreh rum
zur Debatte mit haben. Und um 22.30 Uhr gibt es wieder etwas Blick in das Thema Rohöl. Öl ja hier momentan auch sehr, sehr schön auf dem ansteigenden Ast und momentan ja mit etwas kleiner Pause. Da können wir ja mal ganz kurz raufschauen, was das hier bedeutet. Schaut, hier haben wir kurz den DAX. Gucken wir mal aufs Öl. Wir haben jetzt hier die Konsolidierung, die wir hier haben. Nach dem starken Schub nach oben läuft der Markt jetzt hier in eine Konsolidierung rein. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr wichtig. Wir sehen ja hier auch die Zielmarken, die wir uns erstmal in den Raum gelegt hatten. Die sind mittlerweile auch erreicht worden, nachdem der Markt hier diese wichtige Schwelle von 49,30 überschritten hat. Jetzt kommt es wirklich darauf an, wie die Konsolidierung ausschaut. Hier halte ich natürlich allesamt auf dem Laufenden, dass wir hier die Umkehr, sofern es uns der Markt ermöglicht, auch direkt mit im Portfolio umsetzen können. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die aktuellen Handelsideen. Übrigens, wer Fragen hat oder einen Wunschmarkt analysiert haben möchte, bitte einfach hier in die Chat-Einträge auf Facebook oder GoToWebinar einfach rein und dann können wir hier über diese Werte auch mitsprechen. So, ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem chinesischen Markt. Das heißt hier US-Dollar, chinesischer Yuan. Hier haben wir es liegen. Interessant zu sehen, was hier passiert ist. Wir haben hier grün eingezeichnet, diesen großen, langen Aufwärtstrend gehabt. Hier sehen wir natürlich auch untergeordnet den Bewegungstrend. Alles schick. Was dann passiert ist, hier hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Erst einmal noch untergeordnet, aber natürlich war dieser hier für die untergeordnete Sache auch immer richtungsgebend. Bei sowas ist es dann nur wichtig, was passiert denn hier an solchen wichtigen Marken? Hier unten dieses große Korrekturtief, was wir aus dem vorhergehenden Trend hatten, hier bei der Marke von 678.126, da ist der Markt einfach drunter durchgefallen. Jetzt bringen wir das Ganze mal ins Bild der aktuellen Situation. Wir haben hier einen Abwärtstrend, der mittlerweile auch im großen Bild Taktgeber ist. Heißt also, den schauen wir an, eher die abwärtsgerichtete Richtung mit dem Trend traden oder aber wer die Gegenrichtung tradet auf Long, der weiß dann halt, jetzt traden wir die Korrektur. Und wie schaut das Ganze aus? Hier ist wichtig zu wissen Folgendes. Wir haben jetzt hier eine gut weit gelaufene Bewegung. Sie hat den größten Teil des Potenzials auch abgeholt und ist dann hier interessanterweise auch an einem guten Level zum Stehen gekommen. Nämlich hier hatten wir mal einen Ausbruchsbereich, als wir hier drüben, wo die Maus gerade den Trend fortgesetzt hatten und die vorletzte Bewegung dieses Trends im Markt gesehen haben, da hat der Markt drauf gesetzt und rumgedreht und das Ganze haben wir jetzt 2 Tage in Folge auch gesehen. Das heißt, hier an dieser Situation ist es jetzt interessant, wie sich die Konsolidierung dieser Bewegung hier aus diesem Abwärtstrend fortbilden wird. Bricht das Ganze hier unten durch, ist natürlich der Blick erstmal deutlich tiefer zu setzen. Hier haben wir dann den Weg nach unten frei. Interessant wäre möglicherweise hier noch dieses Anlauflevel, das ist der falsche Strich, den ich haben wollte, dieses Anlauflevel, was wir hier drüben haben, wo wir hier so einen leichten Korrekturbereich hatten. Hier ist ja der Markt hochgelaufen, hat korrigiert und hat dann untergeordnet hier diesen Aufwärtstrend gebildet. Das ist ein interessanter Bereich, der zwischendurch angelaufen werden könnte. Ich hänge da mal noch ein Preisschildchen dran, hier ganz grob die Marke von 667, 467, irgendwo in diesem Bereich. Es ist jetzt ja nur für die visuelle Überprüfung des Ganzen, wo Potenzial ist. Also hier nach unten, wenn diese 673,3 nach unten durchstoßen werden, dann sind hier Anlaufpunkte da und der Blick richtet sich dann weiter zur Unterseite. Das ist der Weg nach unten. Aber nochmal zurück zur möglichen Konsolidierung, die wir hier haben. Wir sehen ja hier aktuell immer wieder so ein Abprallen von unten und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit anschauen, dann werden wir sehen, dass wenn wir hier tatsächlich eine Umkehr der Nachfrage sehen und wir hier etwas korrektives Verhalten bekommen, ist der Anlaufpunkt nach oben selbstverständlich erst einmal zu suchen, was passiert hier in diesem Niveau, wo der große Trend gebrochen worden ist. Ne? Da ist natürlich häufig immer wieder ein Anlaufen zu sehen, das wäre das ganz kurzfristige, wenn der Markt dort schon wieder rumdreht, eher die flache Korrektur zu präferieren, beziehungsweise das wird dann fast nur ein Seitwärtslaufen und dann darüber hinaus haben wir hier natürlich Thema Tageshoch bei 679, 420, beziehungsweise ein Stück weit höher dann hier dieser Bereich, an der sich der Trend das letzte Mal fortgesetzt hat, das Tief hier war gewesen bei 082.550. Und wie das ausschaut jetzt aktuell, gucken wir uns auch gleich mal im Stundentrend an. Hier sehen wir nämlich mittlerweile das, was wir auf Tagesbasis auch sehen, so eine leichte Aufwärtsdynamik am Laufen. Das kann ich hier an dieser Stelle gerne mal mit einleuchten. Hier haben wir die erste Bewegung gehabt. Dann haben wir hier an diesem Punkt, wo wir die grüne Linie unten gestartet haben, ein höheres Tief gehabt. Also das Ganze etwas ansteigend. Dann hat sich hier der Aufwärtstrend mittlerweile gebildet. Und da sehen wir mal, da laufen wir schon langsam ran an dieses Ausbruchsniveau und da kommt es jetzt halt drauf an, wie sich der Markt aktuell verhält, weil wir sehen hier schön die Korrektur.
Die ist jetzt am Laufen und jetzt brauchen wir den Schub vom Markt nach oben. Und wenn das geschieht und der Markt hier unten uns anzeigt, jetzt laufen wir nach oben, dann haben wir die Chance, ein Stück weit hochzulaufen. Und da können wir uns sehr, sehr gerne auch an den Korrekturhochs dieses Abwärtstrends hier im Stundenchart informieren, wo wir mögliche Anlaufpunkte haben. Und da haben wir halt hier in diesem Bereich bei 6,7942, beziehungsweise hier oben haben wir dann den nächsten Punkt, den nächsten Hochpunkt, den wir hier liegen haben, um die Marke von 6,82382. Also ungefähr hier wäre dann der nächste Anlaufpunkt, das nächste Korrekturhoch im Stundentrend, wenn man den dann hier abwärts als Richtungsgeber auch mit nutzt, um den Aufwärtstrend in die korrektive Phase zu traden. Das sind dann Punkte, die sind interessant. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch etwas nach oben treiben, je nachdem, wie tief so eine Korrektur läuft und immer so ein bisschen ein Gefühl dazu oder dafür bekommen, wie die Korrekturen auch ablaufen können. Sieht man auch gut im Währungspaar hier, was der Abwärtstrend gemacht hat. Der ist ja immer schön weit zurückgelaufen. Das heißt, wenn man hier auch weite Korrekturen erwarten kann, dann ist es nicht immer, aber oft so, dass der Markt sich auch weiter ein Stück weit daran hält, sodass wir hier durchaus auch eine 50% Korrektur des Ganzen sehen können. In Erwartung, das sind Wahrscheinlichkeiten. Wir müssen uns jetzt einfach nur vom Markt bestätigen lassen, ob er nach oben möchte oder nicht. Und wenn nicht, dann haben wir auf alle Fälle die Unterseite hier mal miteinander besprochen, was dann potenzielle Anlaufpunkte sind. Ne? Hier unten die Zwischenbilanz oder die Zwischenstelle bei 6,674 und dann hier unten die 6,60. Das sind Marken, die wir nach unten hin im Chart auch sehen. So, dann zum nächsten Währungspaar. Wieder mal rübergeblickt in die Türkei. Da hatten wir ja im letzten Jahr sehr, sehr schöne Trading-Chancen, als der Markt gut nach oben gelaufen ist. Und jetzt hat sich der Markt wieder nach unten, beruhigt. Die ganze politische Phase ist da weg. Und deswegen können wir hier einfach mal den Chart unter dem Aspekt anschauen. Was ist denn nun hier zu machen? Wir sehen es halt hier. Das war der ganze Schub im letzten Jahr. Diese massive Übertreibung nach oben, diese Hyperbel. Und dann lief das Ganze Stück für Stück nach unten, hier auch trendförmig sehr, sehr schön. Das letzte Stück habe ich mal für alle hier, die zuschauen, miteinander markiert und jetzt hat sich der Markt wieder gefangen und läuft wieder nach oben. Wir sehen es hier, der Abwärtstrend ist gebrochen, es hat sich ein Aufwärtstrend etabliert. Der Aufwärtstrend hat auch sehr, sehr tief korrigiert, das sehen wir hier. Ich zoome etwas tiefer hinein, damit wir das Ganze besser sehen können. Der Markt hat tief korrigiert. Und zwar hier in dieses Level rein. Wir hatten hier, das sieht man immer sehr schön, hier hatten wir mal so einen Bereich, so einen Staubereich. Der hat hier drüben schon mal für einen Aufhalten der Kurse gesorgt. Zwar noch nicht den Riesenknall nach oben, aber der Markt hat sich lange hier drinnen aufgehalten. Und hier drüben war es dann schon wieder so ein Bereich. Da ist der Markt raufgelaufen auf die Marke von 6,058 und dann nach oben rumgedreht. Und das ist interessant. Was ist jetzt für die weitere Planung wichtig? Wir sehen jetzt hier einen Markt, der schon in die Bewegung weit reingelaufen ist. Wir sehen hier ansteigende Hochpunkte, da konnte man schön so eine Linie drüber zogen. Heute Nacht ist der Markt etwas unter dieser Linie gelaufen. Das heißt, der Aufstieg ist ja da, es bildet sich in etwas sowas wie ein Dreieck und innerhalb dieser Verordnung ist es im Normalfall so, dass so ein Dreieck, wenn es als Dreieck fertig ausgebildet wird, das Verlassen eher über die Oberseite gegeben wird. Wichtig ist hier, was passiert hier oben? Hier haben wir ja das aktuelle Trend hoch bei 6,39150. Wenn der Markt da drüber schwupst, dann haben wir hier als nächstes schon den Anlaufpunkt um dieses Korrektur hier drüben bei 6,42661, beziehungsweise im weiteren Verlauf kann man sich dann natürlich auch noch weiter hochschieben. Das nächste Hoch, was wir hier haben, ist dann bei 6,739 hier oben. Da läuft der Markt dann hin, wenn dieser Trend sich Stück für Stück nach oben weiter fortsetzt. Aber, und jetzt kommt hier das Aber, es ist kein klassisches, wirklich richtig schönes Dreieck, wo wir sehen, die unruhigen Hände gehen aus dem Markt raus. Wir haben wirklich immer schön ansteigende Tiefpunkte. Wir haben hier oben den Markt um dieses Hoch, was wir hier haben. Und da sehen wir, da kamen immer wieder direkt Verkäufer rein. Das haben wir jetzt die letzten Tage immer gesehen. Das ist eher momentan noch so ein bisschen Zeichen von Schwäche. Das heißt, das könnte natürlich auch dazu führen, dass sich hier ein deutlich anderes Korrekturmuster dann ausarbeitet. Wenn der Markt hier unten drunter läuft, dann haben wir nämlich möglicherweise ein Kontraktionsmuster oder was auch immer dann kommt. Aber dann müssen wir damit rechnen, dass sich die Korrektur noch weiter nach unten fortsetzt. Das kann passieren. Das sieht man auch an diesen oberen, Kerzenstellen, dass der Markt immer wieder von oben abverkauft. Das heißt, die Stärke wird momentan immer noch verkauft. Und das ist eher ein Zeichen von Schwäche. Und die brauchen wir ja nicht, wenn der Markt dynamisch oben raus will. Das heißt, es kann hier unter Umständen auch
auch passieren, dass wir jetzt hier entweder einen Seitwärtslauf sehen, das heißt, dass wir hier oben an dieser Stelle unter dem Hoch seitwärts konsolidieren, etwas weiter konsolidieren, oder aber wir noch ein Stück weit tiefer laufen. Für diejenigen, die das im Kleinstbereich traden wollen, dann sind natürlich die Anlaufpunkte sehr, sehr interessant. Das heißt, wenn wir unter diese Marke, unter dieses Level hier laufen, was wir hier drunter haben, ich setze da, klemm da mal einfach kurz eine Linie drunter, dann ist das ein Markt, wo man sagen kann, wenn wir hier drunter fallen, dann haben wir kurzfristig nächstes Tagestief als Anlaufpunkt. Das haben wir hier unten bei ungefähr 6,15490. Das ist der Markt, den wir hier an dieser Stelle sehen, wo möglicherweise eine Umkehr kommen könnte, beziehungsweise hier der nächste Aufhaltspunkt. Dann hat sich diese gesamte Situation allerdings auch ein bisschen was verändert. Dann sehen wir heute wieder deutlich tiefere Korrektur, was dann eher ein Zeichen von Schwäche ist. Da muss man den Markt dann ein bisschen neu bewerten. Aber wir haben hier definitiv weiterhin die Chance, dass wir die Kurse nach oben laufen sehen, und da können wir schön die Oberseite planen. Ansonsten im kurzfristigen Bereich, wer das gerne traden möchte, die Chancen sind ja da. Wir haben es hier unten hin miteinander auch besprochen. Und damit zum dritten Währungspaar an dieser Stelle. Schauen wir nach Australien im Zusammenhang mit dem Schweizer Franken, also Australdollar, Schweizer Franken. Und hier sehr, sehr schön, was wir hier in diesem Markt sehen. Wir hatten hier auch die Auswirkungen des Flashcrashs zu sehen. Hier unten war am 2. Januar, nein, ich glaube, das war der 3. Januar, gucken wir nochmal drauf, der 3. Januar ist es gewesen, Thema Flashcrash, hat ja viele asiatische Titel getroffen, und das hatte auch über den weiten Markt Auswirkungen, unter anderem auch hier im Australdollar, Schweizer Franken, dieser starke Peak hier nach unten und danach, herrlich zu sehen, Bildung eines Aufwärtstrends, also nicht nur eine leichte Gegenbewegung oder eine starke Gegenbewegung, sondern sogar wieder die Bildung eines untergeordneten Aufwärtstrends hier, der hat sich hier gebildet, jetzt schieben wir hier oben drüber, das heißt, als Taktgeber können wir diesen Aufwärtstrend ja auch aktuell nutzen, und wir sehen hier momentan die Korrektur laufen. Erster Korrekturtag hier, wir hatten ja hier drüben dieses Level am Widerstand, dieser Widerstandsbereich zwischen 0,71, 0,1 bzw. hier oben die Oberkante bei 0,71, 2, 3, 4. Das ist der Staubereich hier. Hier drüben ist der Trend nach oben weiter fortgesetzt worden. Also das, was wir hier drüben sozusagen sehen, beziehungsweise hier in diesem Bereich ist der Abwärtstrend gebildet worden. Das sind interessante Spannungsbereiche, wo der Markt häufig ranläuft, aber nicht gleich drüber laufen kann. Jetzt sammelt er sich, und das ist schön zu sehen. Anlaufpunkte nach unten hin, sollte die Korrektur doch noch ein bisschen tiefer laufen, wäre dann natürlich erstmal dieses Level hier, was ich auch markiert habe, um die Marke von 0,70340. Darüber hinaus dann selbstverständlich hier in den Widerstand rein und darüber wuppen. Wenn er das tatsächlich schafft, dann können wir hier aus der Korrektur durchaus in die nächsten Widerstandsbereiche reinlegen, und die sehen wir hier im Chart auch zum einen hier oben, dieses Korrekturtief von diesem Abwärtstrend nach unten hin bei der Marke von 0,71957 beziehungsweise etwas darunter angesiedelt, der Bereich, wo dieser Aufwärtstrend hier drüben gebrochen worden ist, und das ist die Marke von 0,71640. Das sind die Widerstände oben hin, wo das Potenzial da ist, wenn wir hier tatsächlich nach oben rein davon, dass der Markt hier anfängt, das zu machen, das sehen wir auch sehr, sehr schön in der Stunde, weil ich spreche auch immer von den Anzeichen, wo man sehen kann, dass wir eine Umfrage der eine Nachfrageumkehr im Markt auch sehen, und das haben wir hier sehr, sehr, sehr deutlich. Das heißt, erst einmal hier natürlich dieser große gebildete Aufwärtstrend, den wir im Tag mittlerweile auch sehen. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das hier drüben, ich ziehe da mal ganz kurz ein Rechteck drum. Na, komm her. Das, was wir hier sehen in diesem Bereich, ich muss das Rechteck dann nur mal farbig etwas anders gestalten, damit wir das Ganze sehen können. Das ist jetzt die aktuelle korrektive Phase. Und da sehen wir, ich zoome es gleich rein, kleinen Augenblick bitte, da sehen wir sehr, sehr schön, was hier gerade passiert, dass wir die Umkehr der Nachfrage tatsächlich auch schon am Laufen haben. Das heißt, hier richten wir uns jetzt einfach mal am Trend der Stunde aus und schauen mal, was passiert ist. Hier, das war der untergeordnete Abwärtstrend. Den hat es hier runtergeschwungen, nochmal hochgeschwungen, runtergeschwungen. So. Und jetzt sehen wir hier den Markt nach oben schwingen. Hier, hoch, Korrektur, weiter hoch. Und das ist interessant. Hier haben wir eine Umkehr oder eine Nachfrageumkehr in diesem Bereich. Wir sind hier über dieses Hoch, was wir hier drinnen liegen hatten. Das war ja das letzte Korrektur sozusagen. Da sind wir mittlerweile drüber gelaufen. Und das ist interessant auch für das kurzfristige Trading. Wer das Ganze gerne mag, gleich mit reintreten über die 5 Minuten. Das Ganze hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Oder aber man wartet einfach ab, bis hier die nächste Korrektur kommt und dann nach oben entsprechend rausdreht. Das sehen wir sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart beispielsweise. Da sehen wir
wir den Aufwärtstrend, hier die erste starke Bewegung, hier die Korrektur und hier sehen wir den Hochlauf schon wieder und hier sehen wir auch den Bewegungstrend in den 5 Minuten, wie der Markt hier schön nach oben läuft. Jetzt flacht er aktuell ein bisschen ab. Dieses Abflachen kann dann häufig dazu führen, dass wir erstmal die Gegenbewegung sehen. Das heißt, so eine Gegenbewegung würde dann speziell so aussehen. Ich zeichne es mal ganz kurz ein. Also das ist hier jetzt noch der Aufwärtstrend, den wir hier sehen, also der Bewegungstrend in den 5 Minuten abgeordnet. Jetzt laufen wir hier hoch und wenn wir hier dann die Situation sehen, dass wir hier nicht oben drüber kommen, das heißt kein neues Hoch machen, sondern etwas Schwäche in den Markt reinkommen sollte. Das ist jetzt wohlgemerkt fiktiv. Ich will nur mal zeigen, wie so eine Korrektur dann anfängt. Wenn wir dann hier drunter laufen, dann haben wir erstmal den Gegentrend und wenn der Gegentrend dann auch noch unter dieses Tief hier drüben läuft, dann haben wir den Gegentrend, der diesen Bewegungstrend gebrochen hat und das ist dann das, was wir an Korrektur sehen. Und wenn wir uns das Ganze dann wieder in der Stunde anschauen, dann sehen wir, dass es hier den Schub nach oben gab, dann wieder eine Gegenbewegung und wenn wir dann wieder hochdrehen, das wäre dann das Folgesignal, dass wir aus der Korrektur des aufwärtsgerichteten Stundentrends wieder hochtraden können, dass der Markt hochkommt und dann haben wir hier oben schön die Anlaufpunkte. Hier sehen wir es ja auch, dieses Korrekturhoch, was wir hier im Abwärtstrend hatten, beziehungsweise hier dieses Trendhoch und danach weiter nach oben uns zu arbeiten. Das ist das, was der Markt uns momentan zeigt und ich schaue gerade mal, was wir hier in den Chats noch sehen, ob wir noch Fragen haben. Aktuell, Holger, guten Morgen. Maria auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Fragen sehe ich jetzt hier keine. Das heißt, an dieser Stelle machen wir heute auch Schluss, weil gleich kommt das Bootcamp. Die Elena, die wird mir sagen, Mensch, Mike, das war jetzt eine knappe Geschichte, aber wurscht, wir schaffen das. Ich danke allen für die Zeit hier morgens im Webinar. Wir sehen morgen früh wieder um 8.30 Uhr in die Charts hinein. Vorher gibt es natürlich den Blog-Eintrag, damit jeder auch nachlesen kann. Also allen, die jetzt live im nächsten Bootcamp zuschauen, viel Spaß dabei. Ansonsten den anderen einen guten Handelstag, erfolgreiche Trades und bitte schauen Sie mal bei Tickmill vorbei. Sehr gute Kondition. Es lohnt sich wirklich hier zu traden. Das können die Teilnehmer des Bootcamps mit Sicherheit auch bestätigen. Also dann, wir sehen uns morgen. Tschüss.